So, liebe Festgäste, wir haben es jetzt kurz nach 13 Uhr. Wenn alles pünktlich gelaufen ist, hat es der Umzug jetzt unten in der Stadt, wie ich das sagen darf, in Bewegung gesetzt. Und wünsche dann, ich denke mal, dass wir den 10 Minuten bei uns hier an der Stelle sein, auf dem Hauptplatz hier in der Straße. Vielleicht fahren wir einfach nochmal ein paar Informationen rund ums Winterfest. Das ist natürlich fest dabei, wenn wir das erste Mal da sind. Es ist das 36. Winterfest in diesem Jahr, Jahr 2019. Erstmals gab es Winterfest im Jahr 1950, also mittlerweile vor 70 Jahren. In den bis 1959 übrigens hat das Winterfest jedes Jahr stattgefunden. Seit 1962 hat es auf den zweijährigen Rhythmus gegangen. Die Vorbereitung für so ein großes Fest dauert natürlich ziemlich lange. Ich habe den Klaus Schenk vorhin gehabt, also eine Vorbereitung dauert ein gutes Jahr, bis alles organisatorische auf der Reihe ist und bis alles beieinander ist und bis alles besprochen und geklärt hat und auch das Thema, das verbunden hat. Und das ist natürlich was ganz Besonderes hier in Bethesheim, weil ich kenne ja viele Festzüge in diesem Land, in Baden-Württemberg, weil ich sehr viele von denen ja in meiner Tätigkeit wenn ich das kommentiert habe. Aber was das Besondere ist in Bethesheim, und das ist eigentlich, man wird heutzutage ein Alleinstellungsmerkmal, dass es alle zwei Jahre ein neues Oberthema gibt. Das bedeutet, dass die Umzugsteilnehmer, die Vereine, alle zwei Jahre komplett neues Thema kriegen und dementsprechend auch neue Festwagen gebaut werden müssen. Und die werken und arbeiten und schaffen da bis an zwei bis drei Monate, um die Festwagen auch hinzubekommen, die Sie heute hier zu sehen kriegen. Und ich glaube, da werden wir nachher sicherlich nicht mit Beifall sparen für dieses Engagement, denn das sieht jetzt alles sehr an die Stadt. Geld gibt es aber für das Auto 1. Und es geht nur, wenn eine Stadt, wenn eine Gemeinde ein gutes Vereinszähler hat, wo die Leute anpacken und Lust haben, sozusagen für ihr Winterfest sich in die Riemen zu legen. Ja, ich habe gesagt, für den Klaus Schöpf ist heute ein bisschen eine Abschiedsveranstaltung. Wie gesagt, wer es nicht aus Bethesheim ist, Klaus Schöpf ist hier der Finanzchef der Stadt und der erste Bürgermeister und der Stellvertreter von Steffen Bühler. Von den 36 Winterfesten hat er Sage und Schreibe 19 organisiert. Das ist, glaube ich, ein stolzes Teil, da kann man wirklich froh sein. Und man kann sich so damals nicht vorstellen, dass er eigentlich ganz so schreibt. Ich bin ehrlich, ich sage dir was, ich glaube das doch nicht, dass er wirklich ganz sich durchzieht. Ich vermute mal, dass er wahrscheinlich in dem Hintergrund doch noch den einen oder anderen Faden auch pünktlich sehen wird. Das schließt ein bisschen sich darauf aus, richtig quick und nur, also nur auf dem Sofa sitzen oder nur schöne Bilder malen, was er auch macht. Das kann ich mir bei Klaus Schenk eigentlich nicht so richtig vorstellen. Also ich glaube, es ist heute bloß ein Teilabschied. Zu einem solchen Fest und zu einem solchen Festumzug gehört natürlich auch viele Organisatoren. Und da muss man heute mal noch ein paar Leute erwähnen. Jetzt vorher, als ich hier an der Abstellung hereingekommen bin, wie sie alle ja auch haben passieren müssen, den Kontrolleuren versprochen, dass ich sie loben erwähne. Und da muss man auch sagen, die Sportvereinigung leistet hier heute wirklich eine super tolle Arbeit, indem sie die Einlasskontrolle machen. Wenn ich hier unten nicht umschaue, so links, rechts in alle Richtungen, sehe ich, dass sie ihre Arbeit auch ziemlich gut machen. Es gibt fast niemanden, der Coin verschenkt irgendwo an sich hat. Also, es hat gut funktioniert. Also, ein großes Lob natürlich an die Sportvereinigung, die hier dafür sorgt, dass auch, sage ich mal, ein paar Kreuzer in die Zähne kommen durch einen Umzug, der ja auch ein bisschen Geld kostet. Genau das gleiche Lob geht natürlich, wenn ich ihn hier
quasi als meinen Patroten, wie jedes Jahr, wirklich alle zwei Jahre hier sehe, an die Mannen und Frauen der Feuerwehr, die hier für den reibungslosen Ablauf des Umzugs sorgen und genauso für die Mitarbeiter von Roten Kreuz, die auch wichtig sind. Gerade wenn es so warm ist, dass irgendwas passiert, aber auch die Kolleginnen und Kollegen, es ist wirklich wichtig, dass man hier beruhigt und gut den Umzug miteinander erleben kann. Also, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Fortreiten, darf ich einfach mal schon mal vor Achtung um einen Beifall bitten. Weil die Leute, das ist heute ehrenamtlich. Und Kölsch hat nicht so vergnügt wie wir hier an der Straßenbahn stehen und einfach nur den Genuss frönen. Vielleicht noch zum Auftakt am Freitag, bei diesem wahnsinnigen Wetter als Information, ganz frisch, auch wieder vom Fest, Freitag 30.000 Besucher gewesen sein. Gestern 50.000. Also Besigheim und sein Winterfest wird wirklich seinem Ruf gerecht, kann man sagen. Über die Grenze zur Stadt hinaus, weil das findet ja nicht nur fest, sondern sei ich stark in der Frage. Also da hat viele, viele Gäste aus der Sonderumgebung und das ist toll. Wenn ihr seht, dass hier vor mir ein Ehepaar hier vor mir steht, die kommen sogar von der Ostschalt hierher, bei Morgen. Also das finde ich absolut toll. So, und jetzt haben wir hier schon die Vorhut und der Umzug, die pünktlich, wie Sie es hören, hier in unsere Chance ein. Vorneweg das Auto war der Feuerwehr und dann das Polizeiauto, damit alles seinen richtigen Verlauf sehen wir kann, dass die Umzugsstätte gesichert ist. Und vorneweg wird man natürlich musikalisch eingeführt in den Festumzug Besigheimer 2019 mit dem Motto 800 Jahre Stadtwirtschaft von Besigheim. Da kommt der Fanfarenzug vom Musikverein Kamm. Ist übrigens eine hochdekorierte Musikgruppe, die bei den zahlreichen Wettbewerben mitmacht und gewonnen haben. Und, liebe Gäste, sie sind dieses Jahr amtierend zweifacher deutscher Meister 2018-2019. Der Fanfarenzug vom Musikverein Kamm unter der musikalischen Leitung von Wolfgang Güller und Diana Güller. Nette Tausche schon jetzt. Thank you.
Und am Weinfest, ohne den drei Herren, die hinterher kommen, das ist also so undenkbar und gewesen sein, ohne den drei Herren, die ohne. Der Schulters, der Bügel und der Nachtwächter, diese drei Herren, Mitglieder der Chorgemeinschaft Wesigheim, wie das die Vorsteller, der Schulter ist in der Mitte, heißt im richtigen Leben, wollte Messer sehen. Der Nachtwächter ist der Frank Weißenberg und der Bügel ist der Alter Rauch. Die drei Figuren, eine Bilderfest ohne die drei Klassen, und seine Hinterharmonie, gleiche Wiesergruppe der Friedrich-Schelling-Schule in der Original-Besigheim-Pracht, und die kommen noch später noch, sagen wir so viel, nachgewiesen ist es seit 1841, da wir warum und wieso nachher, und jetzt natürlich gibt es sicher eine Besigheim, unter der Leitung von Werner Gerhäuser. Herzlich willkommen! Und deswegen wünsche ich mir von den Vorständen in Ruhestand alles Gute und Erlebung zum Winterfest immer so verbunden bleiben, wie es die letzten über 40 Jahre gewesen ist. Und alle noch viel Spaß, ich gebe der Runde die Gute. Klaus und Gerrit, da gehen wir noch an. Lieber Chef, vielen Dank für diese heutige Woche. Ich habe jetzt an der Film auch den Traktor angehalten, weil jetzt kommen wir nämlich zum ganz, ganz wichtigen Thema, liebe Gäste. Ich habe Sie gesagt, 1219. Wiederholt als eine deutsche Stadt. Ist ja ein Teil, ja. 800 Jahre Stadtbefestigung von Friedrichshain. Und wir sehen hier auf diesem Wagen Kaiser Friedrich II. Verleiht Hermann von Hagen des Stadtrechts. Los! Stichwort 800 Jahre Stadtbefestigung. Es muss jetzt mal ein bisschen erklären, weil eine richtige Urkunde darüber gibt es ja nicht. Ja, das ist richtig. Und zwar haben wir die ersten Kunde beim Stockenturm in der Gründungsmauer, das Stockenrat 1219, die ersten Steine gesetzt wurden. Und das ist der Hinweis eigentlich, dass Besigheim zur Stadt befestigt wurde.
Es war kein geringerer als Heike Friedrich-Weigel, der letztendlich Hermann von Baden in das Stadtrecht verliehen hat und den entsprechenden EU-Politiker auf dem Platz von Baden darstellt. Einmal sind wir auf der Infanterieübung rechts, also den Kaiser, und links von den badischen Wappen, das sind wir vom Markgraf Hermann von Baden und dargestellt vom Stadtbauverein Bresenheim, Obstamm und Rheinbauverein. Also, Nachdem Kaiser Friedrich II. Weiter war ohne
zu den einzelnen Gruppen auszurufen. Und das sieht dann auch das schöne Gefühl heute, wenn es ganz, ganz toll ist. Und das wäre jetzt der Sexus, das Landvolk von ESK, die zum Tanzen gehen aufs Rathaus. Wir hatten ein Rathaus, wir hatten früher den Tanzboden und die sind auf dem Weg zum Rathaus, um dort auf dem Tanzboden ihre Tänze vorzuführen. Das war der Tanzsport und Fähigkeiten, der uns als Fähigkeiten Brot und Landburg in das Jahr 1510, also vor gut und modern, geführt hat. Und jetzt geht es weiter mit dem Musikverein aus Löchgau unter der musikalischen Leitung Andrea Höfer. Die habe ich auch bei vorne schon Bücher und Hilfe gezeigt. Dort muss ich mal Löchgau. Thank you.
ein großes Leiden hier in Europa. Und immer wenn ich die Pestgruppe dann durch die Stadt ging, kam der Pest zu, vorne mit seiner Gruppe, mit dem Lager bin ich ging also durch die Stadt. Und auf den Wagen sind auch entsprechend dann Verstorbene schon aufgebracht, natürlich nur heute im Deko, selbstverständlich, aber es war eine ganz, ganz schöne Zeit. Auch die, die jetzt annehmen, ich habe eigentlich sehr wirklich. Die Wir bedanken uns für dieses wunderschöne Stempel bei Musik von Einbau.
Familie,
Ich heute dabei und schenke dieses Deck hier bei Rückenfest aus. Mit einem Leuten hat sich bei dir begrüßt. Also, liebe Gäste, wenn ich jetzt Gäste, Hände oder irgendwas, dann guckt euch das auch. Das Schlüpfe von mir schon in der Baume. Ja, man ja so. Ein gutes Reise. Wunderfest hat er gerne dabei. Haben wir drauf. Und jetzt kommt der nächste Wagen schon hier. Das sind unsere Freunde aus Wahlheim. Und die machen noch weiter. Und ich sehe da noch Wir begrüßen den Martin Reisinger mit seiner Mannschaft, die hier nach der Lese die Rascheln, die Vergessen, die Rauben. Und ihr seht schon, wie reich die Rauben sind. Und schon sind die Außenrad immer weggerade. Und wie gesagt, wir erwarten einen hervorragenden Herbst. Und wenn Sie Glück hätten, reden Sie doch an seiner Weite, gerade im Moment begrenzt. Selbe sieht nicht aus. Also wenn ich jetzt als Laie den Taube anschaue, dass man einen relativ denke ich guten Jahrgang kriegt 2019. Ja, das war so angefangen. Die Anzeige sind also bestimmt positiv. Wir sind gefühlt drin, also wir haben gute Jahre. Wunderbar. Und hier unten haben wir aber den Einsatz für die Gäste werden. Guten Tag. Der
im 19. Jahrhundert genau so wie das gebaut wurde, in der Kaltstadt nicht dabei war. Und deshalb heißt auch Kanzler, Bad Kanzler, richtig. Und jetzt an die Fachleute, die Kanzler bekannt ist, ein sogenanntes sprechendes Wappen, so wird es nämlich genannt, in die Fachreise. Das wäre bei Kanzler bekannt, das nicht so ein Wappen, aber das ist noch am Rande. Herzlich willkommen, dass ihr jetzt auch bei uns dabei seid. Wir kennen uns ja seit vielen Jahren von Volkswagen und schön, dass wir hier sind. Herzlich willkommen, ein Fach und Bad Kanzler. Und weiter geht's mit einem Schwung ins Bundrachtal zu den Jungwinzer aus Groß-Bundrach und den Bundrachtal-Winzer. Auch ein schöner Radweg und freundliche Nachbarn im Bundrachtal. Ja,
natürlich, wir müssen das Thema bei uns, der Schulleitung, Weinbau in der Neckartal, wirklich freut, dass auch diese Nachbarn genutzt haben, Kellerei hier am Festzug beigehen und dass die Jugendlichen aus unserer Hessig auch präsentieren wollen und präsentieren können. Herzlich willkommen hier aus Futterer bzw. aus Futterer. Was so schön ist am Winterschulhaus, es gibt fast bei jedem zweiten Wagen irgendwas zum Trinken, zum Genießen, zum Probieren, das ist einfach wunderschön. Das ist mal hochsprechen. Wir haben heute schon ca. 80-900 Flaschen Wein hier im Zug ausgeschüttet und als Highlight kommt dann noch einmal der Wagen aus der Partnerstadt Aale. Es gibt also auch zum Schluss das richtige Champagner bei einem Festzug ausgeschüttet. Aber das auch, kommen wir später dazu. Als nächstes haben wir die beiden Gruppen zusammengefasst, 30 und 31 in der Nacht. Der Handharmonika kommt aus Hessen, die ist auch im Wagen, die Leiter hat bei Rainer Brügel und der Wagen und die Nachtgruppe, die Chorgemeinschaft. Jetzt hat es beieinander. Und jetzt hören wir euch mal den Zug, spielen wir mal. Herzlich willkommen, ihr Hilfsfelder.
635. Herzlich willkommen aus der Partnerstadt von Wiesbaden. Heute ist es für die ganz tolle Unterstützung, dass Champagner, Sektor Champagner aus der Partnerstadt hier ausgebildet wird. Eis und Kühl. Herzlich willkommen. Bonjour. Bonjour. Und alle aus Ei. Und jetzt hören wir noch auf der Hegel vom Bundesvoll, die Jagdkompetenz auf ihren Jagdjägerwagen. Martin, herzlich willkommen mit einem 40 Jahre alten Brüder. Bekommen jetzt die Abteilung Ottmars meiner Dorfwegen, dargestellt von den Veteranenfreunden Ottmars sein und den Landtrauer Ottmars sein und der Freiwillige Feuerwehr sein Ottmars sein. Klaus, der erste Wagen, was haben wir hier? Am 115 PS von 1959, 22. Boxenmotor, am Schöne-Sein-Penner, dann dahinter, der Schöne-Sein-Penner, der Sieg-Sein-Sein, der Bügel, immer die Ottmarschaft Polizei, den Anhang, ich weiß nicht, wo ich war und wie ich glaube, und ich erste Vorstand, das ist Wanda. Herzlich willkommen, Herr Büffel. Wir verweigern uns für den Respekt. Dann kommen wir mit dem Armer mit einem KB-177, 34 PSA aus 1959 und dargestellt die historische Schule der Schülerinnen und Lehrern aus dem Ottmarsheim. Ulrich, herzlich willkommen. Ja, liebe Gäste, wenn man die Schule sich anschaut, dann denken Sie sich an solche Kinder von Fridays for Future, wenn ich jetzt erzählen will. Sogar mit dem Kopf ist von Kaiser. Das war ja wunderbar. Ja, Klaus, wir beide haben solche Schulmengen erlebt. Ja. Das sind die heutigen Kinder, die kann man nicht vorstellen. Nein, die sind ja vielleicht schon von Leipzig, aber von Leipzig. Nur eins, ja, 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 willkommen, jawohl, liebe Töchter, super Fresse, jawohl, so sieht's aus, genau. Wer braucht auch noch einen Schwindhacker? Fenster Nummer 41, ist der Bruder Eicher, fährt er einen Eicher und wer den Not nicht kennt, fährt fest. Herzlich begrüßt sei Simon Feuerle mit seinem Bild F12. Das ist die 12 PS, also von der Rundjahr-Direkt-Dexer-Musik, also der Bündnis-Verein wie ich, ein Zylinder und die Wäschebomben und Oma sind den Kindern da dargestellt. Und wir wollen das Abend zur Zeit mit der Simon Feuerle, der hier seinen Dieselus perfekt in den Tisch hat, auf diesen Wagen wieder hoch, mein Gott, wie da steht die Sache auf der Leine. Das ist immer die Jugend an meiner Jugend. Das ist immer die Jugend an meiner Jugend. So, dann kommt ein langsam eingerollt in dunkle Verdauung, kann man fast sagen. Ein Allgäuer Art 22 PS, Baujahr 51.
auch mit dem einzelnen Wahlkreis oder so. Ob Amtsbezug, ob Amtsbezug, ob Landstein in Kirchland. Steuer, kann man jeden Fall sagen. Jawohl. Ja. Oje, oje. Wenn jetzt nicht nach Wunder geht. Das ist kein Feinstaub, kein Feinstaub. Und anfänglich ein Eisenbereich vor Trugerwagen mit Büchern vom Backhaus. Jawohl. Das ist willkommen. Das ist ein bisschen Ohrblumen aus dem Kollegen hier. Ja. Hier schwitzt euch wie eine Fleischgemüse. Also ein Dauerwagen. Und weiter geht's. 1545 hat man damit 500 E an Griechen warten und 48 Fest. Das war damals aber herausragend zur Fahrzeug zu fahren, ohne mit dem 69. Fahrt. Dann steuert auch Köln und man wird sich der Rat der Backtag der Landfrau in die Unterschein, die dann mit dem Dörfchen der Ofer ausgewagt, aufbaut und die Nachdruck dazu, nämlich die Backung in die Landfrau in Unterschein. Herzlich willkommen, hier Unterschein der Landfrau. Wirklich ganz, ganz toll. Und was werden wir nach Wurzeln von den Wurzeln?
Eppeler und das Einhorn in der Weißhöhe, Antreiber vom Feinermotor übernehmen und dann eine sechsseitige Spitzenkette von an. Also eine komplette Monsterei auf der Weltfrage. Mein lieber Mann, das sieht man nicht alle Tage. Lauter Unterfahrer, ganz toll. Ja, lauter Unterfahrer und Wagen. Auch ein Traktorfahrer, Hans Wandel, ein stellvertretender Vorsitzender. Sei gegrüßt hier in der Kampagne. Thank you.
hochkarätiges Bier aus dem Land. Und das ist ein besonderer Feiertag, weil die Leute dort sehr, sehr engagiert sind, wunderbare, großartige Jugendarbeit leisten und die am Leben halten, die sonst in Vergessenheit geraten würden. Rettungsturm wurde 52 und Freudenthal, eine Verbrauchsbrücke, auch schon viele Jahre in Vergnügungsrecht und Mensch, die Rattenstampfer, ein Platz aus dem Mittelalter, da hat es sich am Abend der Grube ab und war mit Blumenschatz und Blödenspiel, Zeit, die Grube des historischen Platz. Da geht es eigentlich nicht, dass es bei der Ratte nach der Ratte die Ratten und Mäuse verjagt werden sollen.
Beifall! Jawohl, die schwarzen Jäger aus Allgemein. Siegfried, herzlichen Dank. Ausmacht. Die schwarzen Jäger. Insgesamt 30 Bootsjäger. Und da hätten wir noch 15 Mark gewonnen. Und der Chef von allen ist Wolfgang Binder, das Volksrettung Rhein. Warte, bitte, das ist jetzt nur 4, hat doch mal ein Zug. Und die Steigsteiner haben wir einen großen Auftritt am schottischen Donnerstich auf dem Marktplatz, wenn es darum geht, das Rathaus zu stürmen. Ich denke, das kann man mal zulassen, dass wir nicht reinkommen. Aber mein Steffen Bühler, dass ich hier nur ein bisschen Buch mache. Es wird ja nie gewinnen, irgendwelche Hässler und Narr am Schmottischen zu verhindern. Dazu kann man zu bewegen, dass der Rathaus stürmt und der Schuld ist abgesetzt. Wunderbar, herzlichen Dank, Ihr Schreibsteiner und wir holen euch Essen. Ja, seit 1991 gibt die Partnerschaft mit Ballersek in den südlichen Umland, über die Grenze nach dem ehemaligen Jugoslawien, in Serbien. Und wir haben hier zwei Kampfgruppen, die aus Umland kommen, die haben gestern Abend. Auf dem Marktplatz ihre Tente vorgeführt. Wir freuen uns, dass die Badesänger heute hier auch bei uns in Fähigkeit sind. Deshalb herzlich willkommen die Tanzgruppen aus Badesänger aus Ungarn.
wunderbar unsere Partnerstadt aus Batas. Liebe Freunde, wunderschön, ungarische Lebensräume. Immer wieder hören und hören euch gerne hier. Sehr, sehr schön, dass ihr mit so schön und großes Wochen da seid. Und dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Von Ungarn über den Großteil wie die USA nach Amerika. Und das haben wir die Amerikaner zu uns gebracht. Das ist weit wörtlich. Die Elf-Swerter-Quartner-Spielkeit, die sind die Swerter-Formation. Und Swerter ist ja was ganz Besonderes. Immer schwierig für eine Reihe zum Affair. Ich bin es Gott. Aber sie reicht mir jetzt einen sogenannten Kroner. Dann kommen wir jetzt zur Bundes- und internationalen Fähigkeiten. Die Gruppe 61 EK Handball, ein Teil aus dem Hockey, hier in der Stadt und ja, die Handballer, die gestorben ist. Bitte schön, von der Arbeit, jawohl. Das ist die Gutschaft. Ja. Ja, ich habe ja ein bisschen gewonnen, dann bitte schön. Wir sind in der Mitte noch mal. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger und das ist wieder noch harte Wahrheit und Regen. In der Mannschaft. Ein schlechtes Judo. Jawohl.
ein olympischer Wettkampf vor, den man eigentlich jedem Alter lernen kann und der immer auch jedem Alter betrieben werden kann. Judo sagt euch doch sanft den Weg, nicht nur was für Jungs, sondern auch ein großer Sport für Mädchen. Und mit zunehmender Erfahrung kann Judo auch effektiv zur Selbstverteidigung dienen. Und die Judo-Abteilung bei den Sportlern und Wesen kann nach 6 Jahren die Beste mit dem Training anfangen. Einsteiger kann man das ganze Jahr über und es wird immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 18 Uhr trainiert. Also, liebe Leute, wenn ihr sportlich helfen wollt mit dem Judo, ab ins Judo von der Sportvereinigung. Herzlich willkommen hier. Ihr seht super aus. Ich kann sagen, dass ich wirklich alle Abteilungen heute in der Sportvereinigung gleichzeitig hier präsentieren kann, wenn ich das sage. Kommt die nächste Gruppe, Nummer 67, Fischtennis. Das Training des Fischtennis findet jede Woche am Montag, Donnerstag und Freitag statt. Im Jugendtraining finden sich für jeden Jugendlichen das passende Training vom Leistungsfeuer hier im Wettkampf bis hin zum Freizeit-Fischtennis. Kann jeder beim Fischtennis mitmachen. Aktuell gibt es 3 Herren und 3 Jugendmannschaften. Ja, und das sind vielleicht unsere künftigen Timo Wolz und diese heißen unsere Superfischtennisspieler, unsere Weltmeister Olympiasieger. Vielleicht hast du hier unter den Besen keine Lunge. Irgendwann runter, der ist irgendwann an die Welt geschafft. Wer weiß, ja. Also, das ist die Fischtennis. Bravo! Ja, ich bin los! Jawohl! Ja. Wenn ihr das schafft, um ohne Verbrechen bis zum Ordnungs, dann ist irgendwie der Fanta. Wenn ihr die Abteilung Fußball ist, um 68. Auch hier sind die jungen Fußballer bereits am 9 Jahren beim Trainingsbetrieb mitmachen. Die Sportvereinigung hat aktuell nur mit 13 verschiedenen Mannschaften, die am Training zu dem Spielgebiet teilnehmen. Auch da die Trainingszeiten entsprechend nachzulesen auf der Homepage. Die Bundestrainer können nach vorne kommen. Und da kann man wirklich sagen, Pferde ein Sportverein. 13 Jugendmannschaften, das gerade bei Fußball, das ist was Besonderes. Denn mittlerweile gibt es viele Fußballvereine, die Nachwuchsmangel haben, die keine Mannschaft mehr zusammenkriegen. Also dass wir hier in Westheim, dass wir 13 Mannschaften hinbringen im Fußball, das ist eine Top-Leistung, das ist nicht jeden Tag heute hin. Also, ganz super und erfahren, aber da habe ich gefragt, was ist denn die F-Jugendvereine, oder? Oder die Banken, aber wie nicht sind wir heute auch so. Da ist der Fußball größer als die Fußballspieler. Oh, super, ihr seid toll. Unsere künftigen Nationalspieler. Vielleicht ist auch das große Supertalent dabei, wer weiß es, was in 10 oder 15 Jahren ist. Ihr wollt was machen? Also, Achtung, es gibt was. 3, 2, 1. Auf Felsenheim und Fisch spielen die für die Sportvereinigung und die haben einen Fußball. So. Und die Jungen kommen auch schon ganz. Super gekleidet, der Herr Buckelmann, diese Wärmeträger für mein lieber Mann. Also, ich weiß nicht, als ich noch picht dann, diese Sechse, da hat sich das auch nicht so gehört. Oh je, oh je. Wir haben da so handtägige Trikots angehabt. Ich bin gekommen zum größten Abteil bei der Sportvereinigung, nämlich die Abteilung Turin. Da gibt es mehrere Unterabteilungen. Beispielsweise die rhythmische Sportgymnastik, das ist einfach, wer am Anfang hier sehe, die Mädchen, die können nicht ab, das ist das, was wir schon gemacht haben. Auch hier findet es
in der Formalität sein. Die jungen Sportlerinnen führen uns jetzt verschiedene Übungen vor. Alle Achtung. Ich würde auch sagen, als Bestenheim sozusagen hier bei den Menschen so, es ist grandios, was hier alle zwei Jahre auf die Beine gestellt wird. Und ich höre mal die Gelegenheit in der kleinen Stau, die wir gerade haben, weil irgendwo stoppt gerade. Klaus Schlepp, 19 Mal hat diesen Festumzug ja organisiert auf die Beine gestellt, mit all den vielen, vielen Menschen. Klaus, wie viel Manche sind ja jetzt begeistert, wenn sie das Thema darstellen können. Manche müssen auch noch ein bisschen hinführen zum Thema, aber es klappt dann immer wieder.
Spieler langsam weitergeht. Das ist kurz vor dem Ende. Aber schauen wir uns mal den Gymnastikmann zu. Die Unterhaltung jetzt mit dem Programm. Ganz
liebe Gäste, so fröhliche Lehrer in Anbetracht von Lehrermann und von allem, was man jeden Tag hört und in ganzen Radio und sonst wie gesagt, muss ich sagen, super klasse Gruppe. Nochmal ein Beifall von der Realschule Dresden, die Maximilian Luftherrn. Ganz, ganz tolle Gruppe. Und als nächstes begrüßen wir den Musikverein Mutterzeit. Und dann der Geld, wir haben einen Kölnchen. Jetzt hören wir endlich auf. Los, ihr Geliebten. Wir freuen uns, dass du dich
Konferenz mitmachen. Ich schaue mal, ob auch der Ende sich reinkommt. Jawohl, ihr habt es ja erkannt. Rolf Gagnon sind 83 für noch Tennis, und zwar Tennis im Verein und Tennis auch im Wettkampf. Herzlich willkommen, der Tennis zu Gräfigkeit. Herzlich willkommen, ihr Bocker. Die Rede von einem ist der ältere Herr am Ende mit der weißen Kappe. Also, das ist der Senior vom Tennis zu Gräfigkeit. Der älteste aktive hier von Bessner. Der Herr, herzlich willkommen. Ein großer Beifall von Ihnen. So, lass mal los. Ja, und jetzt geht es weiter hinter der Tennisspieler Dobrowin zum Thema Genuss. Mein Erlebnis mit dem Wilhelm Witzmeier und Klaus Weberlein im Anhänger sieht und in der Lage, keine Frage, eine solche Tour lohnt immer und immer empfehlenswert. Ja, ja, hat ja auch schon mal mitmachen dürfen. Ich kann ganz interessant in den Weltkern Weinbergen zu sehen, wie hier der Weinbau, der Steinladenweinbau, wie das bei uns läuft. Wie der Wein zu verkosten ist, man erfährt viel Neues, man sieht viel. Deshalb, wir können jedem eigentlich nur empfehlen, einmal so eine Weinbautour mitzumachen mit den Weinerlebnisführern und hier, da sind wir jetzt schon mal mit seiner Mannschaft. Also, ich habe das Gefühl, dass ich einmal gedacht, genau, da nennen wir mal hier das Propaganda-Plätzchen geholfen. Ich kann es nicht alle nur empfehlen, machen das soll man mit. Das ist eine ganz, ganz tolle Tour durch die Steinwagen. Und dann sind wir schon beim Finale, lieber Klaus. Ja, die Jungs hier. Wechseln sich in die Einrichtung bei uns. Jawohl. Schlüssel des Zuges. Kehren ein. Bringen wir uns ein. Ja, so was kompaniert mit Bonbons. Also, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr alle mitmacht. Ja, schießt uns. Gut, eine der Bäsewagen kommt auch einmal vom Bauhof im Bäsekeil, da hinten reinfahren wird, die Feuerwehr vom Grafenkind noch. Und glaube ich, Klaus, ist an der Stelle nochmal ein Dankeschön an alle, die an der Organisation und an der Durchführung dieses wunderschönen Bäsekeil-Verfechtungszuges 2019 mitgewirkt haben, alle mitgewirkt haben. Alle sozusagen unsere Oberspielleiter nehmen wir aus. Vielen Dank und ich wage in der Wandelung los, dass der Frau Schönz sich nicht komplett und total zurückziehen wird. Im Hintergrund wird er garantiert auch weiterhin seine Träne ziehen. Was? Nee, das ist nicht über uns. Ja, okay. Schauen wir mal, dann ist es auch gut. Okay. Also, lieber Gast, herzlichen Dank, dass du wieder heute dabei warst. Und es macht immer viel, viel Freude, es macht viel, viel Spaß, mit dir hier zu sitzen und mit dir zu kommentieren. Herzlichen Dank, wir wünschen allen ein frohes und schönes Winterfest, ein friedvolles Winterfest. Doch heute den ganzen Tag und morgen auch. Herzlichen Dank. Auch von mir, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Genieße dieses wunderschöne Wochenende. Es gibt doch so viele Städte, beide alle zu probieren. Und wie gesagt, wenn es jetzt nachher noch heute Morgen. Wunderbar, besten Dank, schönen Tag und kommen gut rein. Danke schön.
Geisel und dann um 30 Uhr in Honsberg schlafen. Kann sein. Das ist so kleine Klappen. Anhänger, wo die Anhänger zu essen sind. Gibt es hier Kaffee?